Hi Freunde, willkommen zurück zu Ninja Gaiden, dem besten Spiel der Welt. Im letzten Mal hatten wir ganz viel gefailt und heute werden wir noch mehr failen. Aber ich habe beschlossen, dass ich heute das Level schaffe, 6-2. Und wenn ich etwas beschließe, dann ziehe ich das auch durch. Und ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen schlechter geworden. Aber das kann auch daran liegen, dass ich um 4 Uhr morgens aufnehme. Ja, fragt mich, warum ich um 4 Uhr morgens aufnehme. Ich bin auch eigentlich müde, eigentlich voll die beste Idee, oder? Ich meine, 4 Uhr morgens, ich bin müde, gehe gleich schlafen und spiele Ninja Gaiden. Kurz bevor man schlafen geht, die beste Idee ist es, sich nochmal so richtig schön abzufacken. Und ich habe ein Handicap, Leute. Ich darf nicht laut werden, weil meine Eltern schlafen. Das ist geil, nicht wahr? Das heißt, ich darf mich nicht aufregen. Ob ich das schaffe? Mal schauen. Okay. Bam. Und übrigens, einige Leute glauben, das ist Ryo Street Fighter. Stimmt aber nicht. Glaube ich zumindest. Aber was interessant ist, das hat auch der Angry Video Game Nerd erwähnt, dass der Vater von Ryo Ken heißt. Ken und Ryo. Die Leute, die Street Fighter gespielt haben, denken sich ja, Reference? Wer weiß. Okay. Hier reicht's. Kommt her. Ach, wenigstens würde ich jetzt auf der anderen Seite kommen. Ich schaff das jetzt. Ich schaffe dieses Level. Ich hab keinen Bock mehr. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr. Kein Bock mehr. Okay. Aber ich finde das interessant, ja? Wirklich. Die gesamte Welt ist gegen mich. In dem Spiel zumindest. Warum zur Hölle? Warum lebt Ryo eigentlich noch? Wenn ich Ryo wäre und die gesamte Menschheit wäre gegen mich, glaube ich, würde mich selbst umbringen. Ernsthaft? Oder ist es nur Amerika? Mögen die Amerikaner kein Japan? Ist das Gesellschaftskritik? Vielleicht sind Mangas deswegen nicht so erfolgreich in Japan. Amerika. Und ich komme da nicht hoch. Geil! Was zum... Ich komme da echt nicht hoch. Hallo? Geht doch. So. Diesmal werde ich schaffen. Diesmal werde ich schaffen. Jetzt kommt auch schon der letzte Raum. Oh mein Gott, Leute, ich habe Angst. Schaffe ich's? Oder schaffe ich's nicht? Schafft er's oder schafft er's nicht, wie Alberto sagen würde. Okay, komm. Oh, shit. Oder ein Vogel. Es sind einfach zu viele Gegner auf einmal, ey. Genau, genau. Mhm. Das finde ich ja so fair. Game over. Mhm. Im letzten Raum. Ich liebe das Spiel über alles. So. Ich darf nur einmal sterben, und zwar im letzten Raum. Dann habe ich noch Zeit zu suchen, den letzten Raum zu schaffen. Und das muss ich irgendwie ausnutzen. Und ich hasse diese Stelle. Diese Stelle ist einfach nur grauenhaft. Ich hasse es. Oh mein Gott, ich reg mich wieder auf. Ich darf mich nicht aufregen. Aber das darf ich mich nicht laut aufregen, weil meine Eltern aufwachen und ich krieg wieder Ärger. Und wieder ein guter Grund, um 4 Uhr morgens den Jagan aufzunehmen. Yay! Hallo? Manchmal hasse ich das Spiel. Im Grunde habe ich nichts gegen das Spiel, aber manchmal, ey, könnte ich so kotzen. Vor allem wegen solchen Situationen! Ich werde wieder laut. Und ich hab dich getroffen. Warum bist du nicht gestorben? Nur weil du schwarz bist, denkst du, du kannst alles aushalten oder was? Meine Fresse. Ja. Von dem lasse ich mich immer treffen. Immer. Den habe ich bisher immer getroffen. Mhm. Das finde ich physikalisch einfach nur genial. Komm schon. Diesmal werde ich schaffen. Diesmal werde ich alles geben. Ich bin Ninja. Der kommt einfach wieder. So. Und jetzt bin ich... Hauptsache, ich bin auf der anderen Seite. Oh mein Gott, geh weg. Ey, ihr kommt von überall. Wie zur Hölle? Was zur Hölle? Und wo zur Hölle soll ich das ausweichen? Das geht nicht. Das könnt ihr sowas von knicken. So. Ha! Diesmal hast du mich nicht getroffen. Okay. Diesmal werde ich mich beeilen. Ich werde mal wieder kurz still sein. Vielleicht bekomme ich wieder meinen stillen Power-Up. Wenn ich mich konzentriere. Aha, es hat geklappt. Okay. Ich habe zwar immer noch kein Item, aber wer braucht schon Items? Items sind für Pussys. Ryo braucht keine Items. Ganz Amerika ist gegen ihn. Oh, das hätte in die Hose gehen können. Okay. Das war knapp. Ich muss sagen, das war knapp. Und hier kommt auch schon der Axtbruder. Yay, ich freue mich ja so sehr und der lässt sich nicht treffen. Geil. Der lässt sich echt nicht treffen. Willst du mich irgendwie nazi? Und es war ihm sein Sorry. Sekunde.
Ich muss mich kurz auch beschäftigt stellen, denn ich will euch ja nicht verarschen. Weil sonst denkt ihr, ihr werdet angeschrieben bei MSN. Okay. Wow, jetzt bin ich wirklich angeschrieben. Okay. Und hier kommt auch schon der letzte Raum. Diesmal will ich es schaffen. Diesmal habe ich die Voraussetzungen. Hm. Die guten Voraussetzungen. So. Eine Chance habe ich noch. Bam. Fledermaus. Typ. Fledermaus. Und er kommt wieder. Er kommt einfach wieder. Geil. Was zum... Ja, es gibt hier einen Bug, den man auswählen kann. Wenn man sich duckt, dann verschwindet der Gegner einfach mal. Und kein Game Over. Okay. Ich kann es schaffen, Leute. Ich kann es schaffen. Ich muss mich zusammenreißen. Ich muss mich zusammenreißen. Der Vogel darf mich nicht treffen. Er trifft mich trotzdem. Okay. Macht aber nichts. Ey. Ohne Scheiß. Der Typ steht auf einer ganz, ganz kleinen Plattform. Da bin ich wieder. Ja, ich habe nur kurz ein Glas Wasser getrunken, war kurz an der frischen Luft und jetzt geht's mir wieder blendend. Glaubt ihr? Okay. Diesmal werde ich wirklich alles geben. Diesmal werde ich schnell genau wie ein Ninja sein muss und von dem lasse ich mich treffen. Das ist ein gutes Zeichen. Weil immer wenn es gut läuft, dann lasse ich mich immer von ihm, ja genau, von dir. Lasse ich mich. Ja, also eigentlich ist es gut, dass ich mich von all den treffen lasse. Weil und so, ne? Das ist meine Lieblingsstelle von allen. Ey, das ist so... Wenn ich hier raus bin, ich freue mich so sehr. Ganz ehrlich. Wenn ich hier aus dem Level raus bin, boah. Ihr werdet gar nicht glauben, wie sehr ich mich freuen werde. Nein, ihr werdet es schon irgendwie sehen. So. Raum Nummer 2. Raum 2 ist eigentlich relativ leicht, muss ich sagen. Wenn man weiß, wie es geht. Okay. Der Vogel trifft mich in der Luft. Gott. Hey, warte mal kurz. War das ein Heiltrank? Oh mein Gott. Ich habe einen Heiltrank ausgelassen. Hey, das ist so... Und... Einfach die Tatsache, dass die Gegner einfach immer wieder Neues fahren, ist einfach nur schrecklich, Leute. Das ist einfach nur... Ich kann es einfach nicht glauben. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Und dass ich eben gestorben bin wegen sowas, geht auch nicht in meinen Kopf rein. Das gibt's doch nicht. Alles nicht wahr sein. Und das kann erst recht nicht wahr sein. Ey, das kann... Schön. Schön. Ich bin ganz kurz ausgedrückt. Nur ganz, ganz kurz habe ich ein Glas Wasser getrunken. Ich war kurz an der frischen Luft. Es hat gut getan. Und es hat wirklich nur ein paar Sekunden gedauert, bis es mir wieder extrem scheiße geht. Extrem. Und ich würde gerne wirklich rumschreien, wie es nur... So laut, wie es eigentlich nur geht. Aber das geht schlecht, wenn meine Eltern schlafen. Ich will keinen Ärger bekommen, das will ich nicht riskieren. Deswegen muss ich ganz schnell reden, mich aufregen und... Ja, mich leise aufregen ist eigentlich scheiße, aber... Ruhig bleiben. Nein, nicht den Mund aufmachen, nicht den Mund aufmachen. Ja, genau. Halte ich da einfach nur fest. Genau, damit ich getroffen werde. Rio arbeitet eigentlich in seinem Körper mit dem Gegner zusammen. Der Spieler selbst ist der eigentliche Gegner. Der eigentliche... Ja, das eigentliche Opfer ist der Spieler selbst. Aber nicht Rio, nein. Der ist ja auch ein Gegner. Warum? Habe ich ihm erklärt. Oh, ey, das kann doch nicht wahr sein. Was haben sich echt... Ich bin echt gespannt auf die Credits. Ich bin sowas von gespannt auf die Credits. Wenn ich dann lese, wer das Spiel produziert hat. Boah, ich werde extra nach Japan fahren. Ohne Scheiß, habe ich ja schon gesagt. Egal, ich sag's nochmal. Ich werde extra nach Japan fahren. Und ich werde diesen Producer aussuchen. Mhm. Der wohnt bestimmt in Tokio. Ganz bestimmt. Ich werde ihn aussuchen. Ich werde ihm einen Besuch abstatten. Und dann werde ich ihn nach Amerika schicken. Oh ja. Bestimmt haben auch ganz viele Amerikaner das Spiel gespielt. Und die werden sich genauso verhalten wie die Leute hier. Wie die Amerikaner hier in dem Spiel. Die werden sich genauso verhalten. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, Rio ist der Producer des Spiels. Und er, naja, stattet in Amerika einen Besuch ab. Und dann sieht das genau so, wird das dann aussehen. Nicht anders. Drei auf einmal! Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Projectiles, die auf mich zufliegen. Oh mein Gott, das Spiel ist ja so fair, oder? Ganz ehrlich, Leute, wenn ich das Level in dem Video und im nächsten Video nicht schaffe, dann benutze ich Save States. Ist mir scheißegal, was ihr sagt. Dann werde ich nämlich... Ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Weil langsam wird mir das Spiel echt zu viel. Das ist...
Das, ganz ehrlich, das ist härter als I Wanna Be The Guy. Finde ich zumindest. Ich habe I Wanna Be The Guy gespielt. I Wanna Be The Guy ist fies, aber das ist einfach nur diabolisch. Geh doch weg. Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich glaub's einfach nicht. Und warum hältst du dich da fest? Das finde ich ja so geil an Rio, dass er sich immer dann festhält, wenn man es einfach überhaupt nicht gebrauchen kann. Ja, tötet mich. Ich habe keinen Bock mehr auf das Scheißspiel. Ich werde es noch einmal versuchen. Ich werde jetzt noch ein Game Over erzielen und dann werde ich es noch einmal versuchen. Ich muss... Genau. Jetzt muss ich, ohne zu sterben, in den letzten Raum kommen. Weil dann, wenn ich sterbe, habe ich noch zwei Versuche, um den letzten Raum zu schaffen. Und das muss ich irgendwie ausnutzen. Und ganz ehrlich, wenn ich das heute nicht schaffe, oder morgen, in der nächsten Folge, dann werde ich Save State benutzen. Ist mir scheißegal. Meine Fresse, ey, das kann alles nicht wahr sein. Geh sterben. So, noch sieht es relativ gut aus. Ich bin heil. Oh nee, nicht der. Da muss man schnell sein. Nein! Oh, Volldepp. Geil. So. Ich wusste, dass da eine Fledermaus kommt. Und ich war vorbereitet. Und trotzdem bin ich gestorben. Oh, jetzt, genau. Ja, es macht alles so viel Sinn, nicht wahr? Oh, fickt euch einfach alle, ey. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Scheißspiel. Nein. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses grandiose Spiel. Jetzt bin ich im letzten Raum. Wenn ich sterbe, habe ich noch einen Versuch, diesen Raum zu schaffen. Wenn ich dann immer noch keine Chance habe, wenn ich dann immer noch sterbe, ey, dann vergesst es. Dann habe ich echt keinen Bock mehr auf den Scheiß. So, jetzt kommt eine Fledermaus. Jetzt kommt noch eine. Jetzt kommt eine Fledermaus. Ja, guck dich das an! Das spart einfach immer wieder neu! Was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt kommt ein Typ, jetzt kommt ein verfickter Vogel, jetzt kommt noch eine Fledermaus, jetzt kommt wieder der Typ und ich kann nichts machen, weil einfach immer wieder alles neu spawnen und das zu dritt! Zum Glück habe ich noch einen Versuch. Ich würde jetzt am liebsten echt ein Safe State setzen. Aber das werde ich nicht. Nein, das werde ich nicht. Ich bin keine Pussy. Aber ich werde noch zu einer. Ich werde noch zu einer Pussy. Warum? Einfach nur wegen diesen 1000 Gegnern, gegen die ich nichts machen kann. Leute, ich werde jetzt offscreen zum dritten Raum spielen. Offscreen. Und dann, wenn ich das immer noch nicht schaffe, benutze ich Save States. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber ich habe echt keine andere Wahl. Weil es mich einfach nur noch total ankotzt. Also Leute, wir sehen uns im dritten Raum. Oh mein Gott, Leute, bei dem ersten Versuch bin ich irgendwie vorbeigekommen. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich hab's geschafft. Der letzte Raum. Was? Noch einer? Ja. Ich hab Angst. Oh, sag mir, dass der Raum einfach ist. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab echt keinen Bock mehr. Nein, ich bin gleich tot. Hab ich jetzt ein Game Over? Bitte nicht. Nein. Ich hab kein Game... Oh Gott. Ich hab noch eine Chance. Ich glaube, das ist der echte letzte Raum. Diese Stage hat 4 Räume. Was zur Hölle? Oh mein Gott. Das ist... Ich hab meine Hölle gefunden. Ich hab meine Hölle gefunden. Da! Sechs, drei! Ich bin bei 6-3. Oh mein Gott, Leute! Du bist echt! Diese Wand ist echt! Der Boden ist echt! 6-3. Ich war eben in meiner Hölle, jetzt habe ich meinen Himmel gefunden. Was im nächsten Part wahrscheinlich auch meine Hölle sein wird. Gut, Leute, das war Ninja Gaiden. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei diesem grandiosen Spiel. Oh mein Gott. Auf einmal liebe ich das Spiel wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.